So, wir sind wieder hier und wir haben die Hälfte geschafft. Oh Gott, ey. Dafür, dass das letzte Kapitel so kurz war, scheint das hier umso länger zu sein. Das wird ja spaßig. Mal ganz vorsichtig ausgedrückt. So. Soll ich die direkt... Ja, ich gebe sie erstmal direkt aus. Wenn das Kapitel noch ein bisschen länger wird, dann finde ich, lohnt das. So, wo setzen wir das denn hin? Wir könnten den letzten Rest der Rig so mit einem Mal alles voll batschen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber ich glaube, ich mach's einfach mal, damit ich diesen Bereich vergessen kann. Dann bin ich nämlich hier durch und dann konzentriere ich mich nur noch auf die Waffen. Beziehungsweise Werkzeuge. Das ist doch mal eine Lebensleiste, die sich sehen lässt. Oder findet ihr nicht? Ich finde schon. Ein Textlog. Bericht aus einem Chemielabor. Von was auch immer. Kennt das ja, einfach pausieren. Scheint ganz interessant zu sein. Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Ich habe mir das ja schon mal alles durchgelesen. Oh nö. Och nö. Wie mache ich das denn jetzt? Ah. Oh Mann. Und nicht getroffen. Ja. Da habe ich getroffen. Okay, mit meinen Waffen ist das ein bisschen anstrengend, aber irgendwie kommt da nicht viel Gegenwehr. Nur jede Menge Geschrei. Versuchen wir das mal noch damit. Alter. Ja, also das hat da eine ganze Menge Munition gekostet und ich bekomme eine zurück. Ja, lohnt. Hier hätten wir die Werkbank, die ich eben brauchen könnte. Oder wo, weshalb ich nochmal zurückgegangen bin. Super. Hier haben wir ein Vieh. Mit dem ich nicht gerechnet habe. Auch gut. Und hier eine Energieknotentür. Noch ein Vieh?
Nee. Ein Medipack groß, das ist auch gut. Das regeneriert einfach 3, man kann es aber verkaufen und das gibt relativ viel oder verhältnismäßig viel Credits. So, hier, da lässt sich wieder Zeit, der Aufzug. Vegetative Anomalien in der Wachstumskammer Ost registriert. Wirklich? Wo denn? Also ich sehe hier keine vegetativen Anomalien oder wie sie das ausgedrückt hat. Vor allem welche Computerstimme, welche Computerstimme ist so geskriptet oder so programmiert, dass sie vegetative Anomalien mit dabei hat? Ich meine, keiner hätte doch damit gerechnet, wenn das sie so, das sieht irgendwie gruselig aus. Gefährliche Anomalie registriert. Oh ja, super. Gut. Ja. Danke, dass man mich zusperrt. Ich höre aber nichts. Oh. Ach du Scheiße. Gut. Ich hoffe mal, das klappt so. Jetzt einfach mal ein bisschen drin rumbohren, so auf dem Rücken. Oh Gott. Energieknoten. Ja, das funktionierte doch. Ja, ja. Also das mit den vegetativen Anomalien, das kann ich immer noch nicht verstehen. Weiß ich nicht. Und diese ganzen matschigen Wände irritieren auch. Man meint, man hört was und dann registriert man direkt danach, dass das nur so eine Matschwand ist. Ist ja auch lustig. Ja, wie macht man das denn? Gleich. Nährstofffass wird ersetzt. Das verlangsamen und dann einmal rum. Und ins Gesicht. Ja. Okay, gut. Dann machen wir mal diese Pestbeulen wieder weg. Oh, das sieht teuer aus.
Mann. Aber Stase haben wir hier, das ist gut. Das mache ich mir doch gleich als erstes. Noch ein bisschen was aufsammeln. Gucken, wo die Lüftungsschächte sind. Sieht aber soweit ganz gut aus hier. Und dann geben wir ihm. 2, 3 und noch ein. Geht doch. Ah, schon wieder die Band. Mann. So, hier haben wir einfach nur einen Raum. Ui. Ja, einfach nur einen Raum. Das kam auch unerwartet. Das ist... Also ich fand den anderen Raum mit den Pflanzen besser. Da war die Atmosphäre wenigstens noch ein bisschen grüner. Das hier ist alles so eklig. Da oben ist auch noch einer. Logbuch der Hydrostation, Dr. Cross. Irgendwas Großes hat die Hülle in der Nähe des Lebensmittellagers gerammt. Das war kein verirrter Asteroid. Das Geräusch kenne ich. Aber es war groß und schwer. Ich melde mich wieder, sobald ich mehr weiß. Okay. Ja, hier, auf die Fresse. Gib ihm. Hör auf zu atmen. Hier ist auch nirgendwo was, was man so mit Chinese nehmen kann oder so. Ich denke nicht. Okay. War hier noch was? Da meine Tür. Hier war ein Fässer. Ich musste in die Tür, genau. Mal gucken, wie weit wir das Fass mitnehmen können. Komm, hier, ich habe ein Fass. Oh nein. Ein langer, verwinkelter Gang. Wow. Ist irgendwie... Habe ich getroffen? Weiß ich nicht. Nein. Wow, hä? Ah. Ja, wie mache ich das denn?
Vielleicht brauche ich hier noch ein paar Versuche. Okay, versuchen wir's. Kann ich da irgendwie... Nein, da komme ich nicht mit ran. Scheiße. Habe ich getroffen? Ich weiß es nicht. Mist. Kann man das irgendwie einfach... Nee. Ach komm. Ja. Das ist doof. Ich glaube, das ist eine der wenigen Stellen, an der ich mit meinen Waffen wirklich Probleme habe. Ich weiß nicht mehr, ob die Ripper-Klingen Schaden machen. Na dann. Komm. Das war voll daneben. Habe ich da getroffen? Weiß ich nicht. Das soll... Nein. Scheiße. Ah. Jawohl. Okay, ein Treffer reicht, aber... Aber weiß auch nicht. Mann, ey. Zweimal gestorben wegen so einem blödes Viech. Total unnötig eigentlich. Hier spricht Temple. Stellvertretender Chief Engineer. Ich kam hier runter, weil ich Dr. Elizabeth Cross suchte, aber sie ist nicht hier. Eigentlich ist überhaupt niemand hier, nur noch mehr dieser organischen Scheiße. Ich gehe jetzt weiter zum Schürfdeck. Das ist so ziemlich der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. Oh. Ja, die Archäologen unter euch. Naja, teilweise kann man es nicht lesen, aber man könnte sich diese Zeichen so auf den Zettel schreiben. Und dann haben wir hier das Necromorph-Alphabet. Das ist ja auch mal was. Don't believe their lies. Read what they really say, glaube ich. Macht auf jeden Fall Sinn.